die anderen die Hoffnung erfinden, was ist eigentlich Multifamilientherapie? Mein Name ist Enno Hermanns, ich habe eine MSA, eine Professur für systemische Therapie und Beratung und freue mich sehr, Ihnen zu einem meiner Lieblingsthemen heute Abend, so in den nächsten 20 Minuten, ein bisschen was präsentieren zu können. Ganz kurz will ich eingehen, was ist denn diese systemische Psychotherapie und Familientherapie? Und vielleicht auch so, was gibt es für Gruppenkonzepte und da die Besonderheit der Multifamilientherapie in wenig Theorie und eher ein bisschen praktischen Beispielen und ein kleines Fazit und ein bisschen Ausblick geben und würde mich freuen, wenn wir dann auch noch die Chance haben, einige Fragen dazu vielleicht zu beantworten. Naja, Definition, die systemische Therapie, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, keine Sorge, aber sie ist ja seit letztem Jahr ein Richtlinienverfahren in der deutschen Psychotherapie-Richtlinie. Über die letzten 20 Jahre waren das die psychodynamischen Verfahren und die Verhaltenstherapie und die systemische Therapie ist hinzugekommen. Und in der Richtlinie steht dann auch drin, was das Verfahren ausmacht. Und da steht eben, die systemische Therapie fokussiert zum Beispiel auf den sozialen Kontext. Symptome werden als kontraproduktiver Lösungsversuch von Problemen verstanden. Und es geht ganz viel um Wechselwirkungen von intrapsychischen, biologisch-somatischen, interpersonellen Prozessen. Theoretisch sind insbesondere Ansätze aus Kommunikation, Systemtheorie, Konstruktivismus von Relevanz und es geht darum, sozusagen diese Elemente, die relevant sind, zu analysieren in den wechselseitigen Beziehungen, aber eben auch intrapsychisch. Und der Behandlungsfokus ist dann die Veränderung von symptomfördernden, vor allen Dingen auch familiären und sozialen Interaktionen, aber auch inneren Mustern, also Selbstbeschreibungen, Narrativen, intrapsychischen Mustern zu einer funktionaleren Selbstorganisation, weil man immer davon ausgeht, dass sich sowieso nur begrenzt etwas von außen dann tatsächlich zumindest mit einer linearen Ergebniserwartung beeinflussen lässt und deswegen die Eigenkompetenz der Betroffenen eine ganz große Rolle spielt. Also systemische Therapie ist nicht dasselbe wie Familientherapie, weil Familientherapie gibt es auch in anderen Verfahren, aber die Familientherapie oder die Arbeit mit mehreren Personen ist schon etwas sehr Typisches für die systemische Therapie. Und so könnte man ein System, kann man auch ganz anders verstehen, wenn man über psychische Systeme nachdenkt, aber ein soziales System könnte man so verstehen, da gibt es Menschen, Personen, Elemente, ja, vielleicht hier A, B und C könnten drei Personen sein und innerhalb einer Sinngrenze, das ist von mir aus die Familie, haben die was miteinander zu tun, sie relationieren, sie stehen in Beziehung zueinander. Und wenn ich jetzt schon mal auf die Multifamilientherapie oder auf die Gruppentherapie gehe, dann könnte ich auch sagen, naja, das könnten eben auch Gruppenteilnehmer sein oder Familienmitglieder, die da etwas miteinander zu tun haben. Okay, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was sind so systemische Kernfragen? Ich versuche das immer irgendwie in vier Fragen zu bringen. Es geht ganz viel darum, Realität, was ist Wahrheit und was ist Wirklichkeit und wie lässt sich eigentlich Wahrheit definieren oder finden oder wie wird Wirklichkeit konstruiert von Einzelnen und in der Gruppe? Das zweite Thema, Sprache spielt eine große Rolle, weil über Sprache ganz viel soziale Wirklichkeit erzeugt wird beim Einzelnen und bei vielen, bei mehreren in der sozialen Gruppe. Es geht viel um Kausalität, also um Ursache und Wirkung. Vielleicht auch, was ist Ursache, was ist Wirkung in vernetzten Zusammenhängen? Lässt sich das überhaupt so genau ausmachen oder eben auch gar nicht mehr oder nicht mehr so linear? Und der vierte Punkt ist die Veränderung. Wie kommt es letztlich zu Veränderungen in lebenden, komplexen Systemen, psychischen Systemen? Wie kommt es zu sogenannten Ordnungsübergängen? Also von einer Ordnung in eine andere Ordnung, wenn man das so beschreiben will, wie es in der Systemtheorie häufiger beschrieben wird. Und typische Methoden der systemischen Therapie, einige davon werden Sie vielleicht, wenn Sie Psychologie studieren oder soziale Arbeit oder in anderen Bereichen auch schon kennengelernt haben, lösungsorientierte Interventionen, bestimmte Fragetechniken, ganz berühmt die Wunderfrage, die zirkulären Fragen, narrative Techniken, also Umschreiben von Geschichten, Metaphern, Erzählungen, Externalisierungen, paradoxe Interventionen, Rituale, so Hausaufgaben, die bei eher sowas ein bisschen Verstörendes, Anregendes vielleicht haben, Experimente, Rollenspiel, Skulpturen, Aufstellungsarbeit, Teilearbeit, Arbeit mit inneren Anteilen, Arbeit mit Bodenankern und vieles mehr, was dann so methodisch oder auch auf der Ebene der Techniken eine Rolle spielt. In meinen Vorlesungen gibt es immer eine Vorlesungsfamilie, das sind die Meyers, die sehen Sie jetzt hier auf diesem Bild und gleich auch nochmal auf einem kleinen Genogramm, den Vater, die Mutter und die beiden Kinder, Peter, Stefanie, Michael und Anna.
Und die könnten jetzt ja in ihrer Familie irgendwie ein Problem haben und dann vielleicht zur Familientherapie gehen. Das könnte ein Symptom sein, was sich bei den Eltern zeigt, bei einem der Elternteile, bei einem der Kinder, vielleicht auch bei mehreren in dem System. Auch das ist ja absolut keine Seltenheit. Und Multifamilientherapie würde jetzt eben bedeuten, dass die Familie nicht nur alleine zur Familientherapie geht sozusagen, sondern sich dort mit anderen Familien in einer Gruppe trifft. Und was das soll und was das bewirken kann und was das für Wirkfaktoren, die dem zugrunde liegen, möglicherweise hat, das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Aber vorher noch mal einmal so zum Setting. Und diese Settings finden wir eben in der Psychotherapie grundsätzlich, aber auch in der systemischen Therapie. Und das ist manchmal gar nicht so ganz klar, weil systemische Therapie dann häufig mit dem Setting Familientherapie so eng assoziiert wird, dass im Grunde die anderen Settings gar nicht mehr so bedeutsam erscheinen. Aber es gibt natürlich auch in der systemischen Therapie ein Einzelsetting, also die therapeutische Dyade, Therapeut, Klientin, Klient. Dann das wahrscheinlich prominenteste Familiensetting. In der Richtlinie heißt es jetzt Mehrpersonensetting, weil es natürlich nicht immer irgendwie die soziale oder biologische Familie sozusagen sein muss. Aber ein Mehrpersonensetting, wo die Menschen, die relevanten Beziehungen, die es geht, quasi mit dabei sind. Das sind so die prominentesten. Dann gibt es natürlich, wie in anderen Therapieverfahren auch Gruppensettings, also wo andere Gruppensettings, könnte man auch sagen, wo Menschen hinkommen, die vorher nichts miteinander zu tun haben, also nicht verwandt sind oder wie auch immer. Und dann gibt es das Multifamilien-Setting. Und da sehen Sie schon, was das eigentlich ist, nämlich eigentlich eine Mischung aus Gruppentherapie und Familientherapie. Oder ich sage auch ganz gerne, es ist eigentlich eine Gruppentherapie mit Subsystemen, also eine Gruppentherapie mit Familien, die da entsprechend stattfindet. Und man kann sich vorstellen, von links nach rechts werden es immer mehr Menschen. Ja, also Einzel ist klar, Familien, da sitzt man vielleicht dann mit 3, 4, 5 Menschen irgendwie zusammen. Im Gruppensetting sind es dann auch gern schon mal 8 oder 10. Und im Multifamilien-Setting sind es vielleicht aber auch mal 30 oder 40, die da zusammenkommen und es dann um Therapie geht. Was soll da wirken? Darauf bin ich gerade kurz gekommen. Und ich glaube, es sind einerseits Wirkfaktoren der Gruppentherapie und es sind andererseits auch Wirkfaktoren der Selbsthilfe. Wirkfaktoren der Gruppentherapie, auch die lese ich Ihnen nicht vor, sondern die können Sie hier auf der Folie sehen, mal Jenach Yalom 2010 zitiert. Man könnte auch sicherlich noch andere zitieren, aber einfach mal, was wird so üblicherweise in den einschlägigen Analysen der Gruppentherapie als Wirkfaktoren zugeschrieben, was da alles so in der Gruppe stattfindet und wieso man von einer Gruppe therapeutisch in besonderer Weise profitieren kann. Und wenn man so guckt, Multifamilientherapie, da gucken wir gleich natürlich noch hin, da sollen die Familien ja untereinander sich auch gegenseitig unterstützen, ein Stück auch voneinander lernen, genau wie hier interpersonales Lernen, wäre das dann ein interfamiliäres Lernen sozusagen etc. Und das sind auch ganz viele Faktoren, die vielleicht auch, wenn sich Familien einfach so begegnen, in der Selbsthilfe eine Rolle spielen können. Und deswegen nochmal so Wirkfaktoren der Selbsthilfe. Dazu muss man sagen, gibt es relativ wenig Forschung, insbesondere zu den Wirkfaktoren. Ich habe aus einer Publikation, die so einen Überblick gibt, trotzdem nochmal so einiges rausgesucht oder rausgenommen. Und da sehen Sie so ein paar Wirkfaktoren, die der Selbsthilfe zugeschrieben werden. Da geht es auch um viele Dinge, die in der Multifamilientherapie eine Rolle spielen. Schutz vor sozialem Rückzug, vor Isolation, Unterstützung bei der Sinnsuche, vielleicht etwas pathetisch formuliert, Gefühl von Zugehörigkeit, Empathie erleben. Viele Dinge, die ich da auch immer wieder beobachten konnte in diesen Multifamiliengruppen. Wie hat sich überhaupt Gruppentherapie im systemischen Feld entwickelt und dann auch relativ früh, muss man sagen, nämlich in den 60er Jahren schon, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auch schon multifamilientherapeutische Ansätze. Und historisch gesehen muss man die systemische Gruppentherapie, die vor allen Dingen in den USA ihren Ursprung gefunden hat, eigentlich immer in einem größeren und vor allen Dingen auch politischen Kontext einordnen. Es waren so erste ökosystemische Ansätze in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, so hervorgehend aus der Gemeinwesenarbeit und auch aus den Ansätzen aufsuchender psychiatrischer Konzepte. Das klingt ja total modern, finde ich, aufsuchende psychiatrische Konzepte, die in den letzten Jahren auch wieder an Bedeutung gewonnen haben, haben aber auch schon mal vor etlichen Jahrzehnten eine Rolle gespielt. Und man kann so beobachten, dass von den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bis um die Jahrtausendwende solche Konzepte eher wieder etwas in den Hintergrund getreten sind und seit etwa der Jahrtausendwende immer mehr und differenziertere Gruppentherapieansätze vorliegen, auch insbesondere jetzt im systemischen Feld, wenn wir da hingucken, die häufig spezifischen klinischen Besonderheiten, Erfordernissen folgen und auch oft
Techniken und Methoden anderer Verfahren mit einschließen und kombinieren, was, glaube ich, nochmal so den Hinweis liefert, wieso wir uns aus meiner Sicht ohnehin stärker auf dem Weg zu mehr Integration in der Psychotherapie befinden, was die einzelnen Schulen angeht. Jetzt aber die MFT, die Multifamily Therapy oder die Multifamilientherapie. Ich habe schon gesagt, es ist eine Gruppentherapie mit Subsystemen. Es kommen, ich sage mal, 4 mindestens, üblicherweise 6 bis 8, aber manchmal auch 10 oder 12 Familien zusammen in eine Gruppentherapie, in diese Multifamilien-Session, und dann ist es richtig voll. Historisch gesehen, Peter Lacœur hat es als erster beschrieben und auch publiziert, sind es insbesondere natürlich gruppentherapeutische Wirkfaktoren, die ich Ihnen schon gezeigt habe, wie gegenseitige Unterstützung, konstruktive Kritik, Feedback und einige der Wirkfaktoren, die man eben auch der Selbsthilfe zuschreibt. Und Familien und Klienten werden erstmal konsequent als Experten für Probleme und deren Lösungen angesehen. Also immer diese Grundidee, das Potenzial für die Lösung ist im System schon angelegt. Und es gibt aber etwas, was im Moment daran hindert. Und möglicherweise kann die Expertise der einzelnen Familie aber vor allen Dingen für andere Systeme auch ganz gut genutzt werden, die vielleicht mit ähnlichen Ansichten auch in die Multifamilientherapie kommen. Dabei ist wichtig, dass es so eine wechselseitige Wertschätzung auch unter den Familien gibt für die Problemsituation und für die bisherigen Lösungsversuche, also für all das, was schon ausprobiert wurde. Das sind ja häufig Familien, die schon ganz lange Wege hinter sich haben, ganz viele schon probiert haben, um irgendwie ihr Problem, ihre Symptomatik da auch in den Griff zu kriegen oder zu verbessern oder zu lösen. Und in der Multifamilienarbeit ist der Therapeut oder Gruppenleiter, Therapeutin eher verantwortlich für den Kontext, für den Rahmen, für die Gestaltung dieses Rahmens und Anregungen zu geben in der Gruppe, dann aber auch viel eben diese Selbstorganisationspotenziale einer so komplexen Gruppe auch zu nutzen oder die Nutzung, sagen wir mal, zu befördern, indem man einen geeigneten Rahmen zur Verfügung stellt. Michael Scholz und Aya Aasen gelten so im europäischen Raum als die beiden Hauptautoren, die ganz viel und früh darüber publiziert haben, insbesondere Aya Aasen in London am Marlborough Hospital. Michael Scholz, der vor einigen wenigen Monaten erst verstorben ist, früherer Chefarzt Ordinarius der Dresdner Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die beiden haben viel zusammen publiziert und nennen immer so eine Liste Argumente für die Multifamilientherapie. Was spricht dafür? Ich will jetzt nicht auf jedes Argument eingehen, aber ein bisschen erzählen, was sich dahinter verbirgt. Es geht darum, Förderung von Solidarität. Es sind ganz häufig Familien, die sich mit ihrem Problem sehr alleine erlebt haben, die sich nirgendwo irgendwie anschlussfähig fühlen. Es gibt ganz viele verschiedene Kontexte, Settings, wo man mit ganz bestimmten Familien und ihren Problemen arbeitet. Zum Beispiel dieses Thema Solidarität, mal einen sehr beeindruckenden Vortrag von einer niederländischen Kollegin, den ich gesehen habe, die arbeitet in einem traumatherapeutischen Zentrum mit Familien, multifamilientherapeutisch. Das waren alles Väter in aller Regel, die als Soldaten Kriegsrückkehrer waren, damals primär aus Afghanistan, mit einer Traumafolgestörung und jetzt wieder in ihrer Familie lebten in den Niederlanden. Und diese Traumasymptomatik einfach unglaublich viel den Alltag der Familie mitbestimmt. Und die Familie sich mit dieser Situation, der Vater nach langer Zeit aus dem Krieg in Afghanistan zurück, mit hoher psychischer Belastung sehr isoliert und alleine fühlte. Und indem sie jetzt mit anderen Familien zusammenkam, wo es ein ähnliches Thema gab, und das ist bei der Multifamilienarbeit durchaus ein wichtiger Faktor, ganz viel in Bewegung kam und ja, positive Veränderungen in diesen Familien möglich waren, um mal ein Beispiel zu nennen. Anregungen zu neuen Sichtweisen, neuen Perspektiven. Ich glaube, das ist deutlich, wenn man mit vielen zusammen ist, die ein ähnliches Thema haben, aber ach, ihr seht das so, ihr habt so probiert, aha, wie geht's bei euch und so weiter, dafür diesen Rahmen zu schaffen. Und voneinander zu lernen und sich in anderen aber auch gespiegelt zu sehen. Häufig ist es so, dass Familien bei anderen Familien Themen, Probleme, aber auch Lösungen viel besser beschreiben, erkennen können und Ideen generieren können, als sie es bei sich selber eigentlich können. Positive Nutzung des Gruppendrucks. Bei Gruppendruck denkt man vielleicht etwas Negatives. Ich hatte letztens eine Live-Supervision, war auch sehr schön, eine Jugendlichengruppe mit ihren Familien. Es ging um das große Thema Handynutzung während der Multifamilienstunde. Man hatte Regeln aufgestellt und gesagt, Handys bleiben aus. Und ein Vater saß da
und WhatsAppte immer hinter dem Rücken und guckte auf sein Handy, was so bei den Jugendlichen Unmut produzierte, die therapeutische Kollegin das dann irgendwie ansprach, was denn los sei. Und die sagte, ja, das geht doch nicht und so. Die Gruppen getrennt, haben gesagt, die Eltern mal hier, die Jugendlichen mal da, überlegt mal eine Lösung. Die Eltern haben relativ weiche Lösungen überlegt, wie man vorher ankündigen müsste, wenn man doch das Handy braucht und so weiter. Die Jugendlichen hatten eine ziemlich drastische Lösung gesagt, wir stellen eine Kiste auf am Eingang, da packen alle ihre Handys rein und am Ende der Sitzung können sie alle wieder mitnehmen. Und dann haben die Eltern spannenderweise in so einer Reflecting-Team-Situation, wo die Jugendlichen dann darüber reflektiert haben, was sie von den Eltern gehört haben und die Eltern, was sie von den Jugendlichen gehört haben, haben die Eltern sich nicht getraut, glaube ich, diesem doch eher drastischeren Vorschlag der Jugendlichen etwas entgegenzusetzen und haben das dann sozusagen kontraktiert und verabredet. Gegenseitige Rückmeldung, Unterstützung. Manchmal wird auch experimentiert, Kompetenzen erweitert, indem man sich mal, wenn es jetzt um Kinder, Jugendliche und Familien geht, mal die Kinder für eine Stunde in Anführungsstrichen verleiht. Ja, in vielen Tageskliniken ist es so, dass die Eltern nicht mit den eigenen Kindern die Hausaufgaben machen, wenn sie mitkommen in die Klinik, sondern mit einem anderen Kind und umgekehrt, um einfach neue Erfahrungen mal zu machen, neues Selbstwirksamkeitserleben vielleicht zu spüren. Erleben wird häufig intensiviert und es wird ganz häufig Hoffnung geweckt. Das ist übrigens auch der Grund für den Titel meines Vortrags. Ich nehme den immer so gerne für die anderen, die Hoffnung erfinden, weil es ein Zitat eines Vaters ist, was mich sehr beeindruckt hat. Als ich selber noch in der Klinik gearbeitet habe, gab es mal einen typischen Vater, der in einer Sitzung versuchte, 5 neue Familien davon zu überzeugen, dass das eine total tolle Sache ist, Multifamilientherapie miteinander zu machen. Und die 5 waren alle neu in der Tagesklinik, waren ziemlich frustriert und hatten schon viel Lösungsversuche hinter sich und haben sich in 90 Minuten nicht von diesem Vater überzeugen lassen, dass das irgendwas bringen könnte. Jetzt wissen wir, Hoffnung ist eigentlich unwichtiger Wirkfaktor, allgemeiner Wirkfaktor in der Psychotherapie. Und er hat wirklich alles gegeben. Und als wir dann zurückliefen, das war in einem anderen Raum zur Klinik, dann lief er neben mir und sagte, ach Herr Hermanns, man müsste für die anderen die Hoffnung erfinden. Und ich fand das so ein schönes Zitat, man müsste für die anderen die Hoffnung erfinden, weil er eigentlich einen ganz zentralen Wirkfaktor beschreibt, der auch in so halboffenen Gruppen der Multifamilienarbeit eine Rolle spielt. Man kann die Eltern, wenn es um Kinder geht, neue Verhaltenserziehungsmuster im Schonraum üben. Die Reflexion wird gestärkt und manchmal kommen auch Themen auf den Tisch, die ansonsten in der therapeutischen Diade sogar schwieriger sind, wo man eher denken würde, naja, in einer Gruppe ist doch noch schwieriger, aber indem eine andere Familie ein Thema anspricht, was vielleicht ansonsten ein bisschen schambesetzt ist oder irgendwie nicht so gut genannt werden kann, dann erzeugt das manchmal auch ein Mehr an Offenheit durch diesen öffentlichen Austausch, der da stattfindet. Ja, vielleicht, wie kann man sich so eine Multifamilientherapie vorstellen? Es wird ganz viel mit Subsystemen gearbeitet. Am Anfang ist alle Konzentration auf den Therapeuten, auf den Gruppenleiter gerichtet. Also Familien 1 bis 4 hier in meinem Schaubild, damit es nicht zu unübersichtlich wird, gucken alle auf die TherapeutInnen. Übrigens sind das immer mehrere. Das macht man nicht alleine, sondern in einem kleinen Team, in Co-Arbeit. Und visieren den an und da wird dann eingeleitet und dieser Rahmen geschaffen. Und dann werden aber vor allen Dingen einzelne Familien angeregt, über ein bestimmtes Thema, über ihre Ziele, Aufträge, über das, was sie verbindet, miteinander in Interaktion zu kommen. Die anderen Familien werden ebenfalls angeregt, darüber in Interaktion zu kommen. Da gibt es viele schöne, kreative Techniken, Aufgaben, Methoden. Und dann werden sie gekoppelt, die miteinander, ja, weil dann ist schon was Vertrautes entstanden auf der einen Seite, was Vertrautes auf der anderen Seite. Man koppelt die miteinander, diese Subsysteme, und versucht eben, dieses Unterstützen bei dem Thema dann noch ein bisschen zu boosten, würde ich sagen. Und natürlich ergeben sich dann häufig nochmal Einzelsituationen, wo man irgendwie eine Situation auch herauspickt, die anderen Familien nutzt, das zu bearbeiten. Ach, kennen Sie das auch? Und ja, natürlich. Und wie sind Sie bisher damit umgegangen? Und was hätten wir für gemeinsame Lösungen? Und die Kinder mal da, die Eltern mal da oder die Väter hier, die Mütter dort. Also auch ganz viel dieses Spiel mit unterschiedlichen Subsystemen. Ganz kurz zur Forschung. Multifamilientherapie ist ein bedeutsames Setting der systemischen Gruppentherapie. Das große Gutachten, was letztlich zur sozialrechtlichen Anerkennung geführt hat von dem Kölner Institut ICWIC, gab es 3 Gruppentherapiestudien, die quasi auf Level 1 RCT-Niveau anerkannt wurden. Und von den 3 Gruppentherapiestudien waren 2 zur Multifamilientherapie. Im Erwachsenenbereich wohlgemerkt, im Kinder- und Jugendbereich gibt es da noch einiges mehr, aber im Moment ist ja die sozialrechtliche Anerkennung bezieht sich auf die Erwachsenen. Ich habe mal eine nur als Beispiel rausgegriffen, Lemmens und Kollegen verglichen Multifamilientherapie, gewöhnliche systemische Therapie mit einem Mehrpersonensystem und eine Kontrollgruppe im
Treatment as usual ist da nicht näher beschrieben, bei depressiven Störungen. Und nach 15 Monaten konnten sie eine Besserung von 49% immer noch bei der Multifamilientherapiegruppe zeigen oder finden, bei 24% der Familientherapiegruppe und 9% der Kontrollgruppe. Und insbesondere gab es auch einen signifikanten Effekt, dass antidepressive Medikation reduziert werden konnte oder signifikant häufiger reduziert werden konnte in der Gruppe, die mit Multifamilientherapie behandelt worden war. Es gibt eine zweite Studie, da geht es um Bipolar-1-Störungen in Kombination mit Angst. Da ist es aber ein bisschen komplexer, welche Gruppen mit welchen familiären Belastungen besonders profitiert haben oder wo man eben einen Effekt zeigen kann mit Multifamilientherapie. Deswegen habe ich in Anbetracht der Zeit mal diese hier herausgegriffen. Ja, Fazit, wenn man so guckt, Arbeit mit einem Einzelnen, mit einem einzelnen Familiensystem, mit einer Gruppe, Gruppenpsychotherapie und Multifamilientherapie, die Komplexität steigt total an. Ja, wenn Sie mit 30, 40 Leuten arbeiten, Sie können nicht den Anspruch haben, das war im Klinikteam das erste, so wie sollen wir alles mitkriegen, wie sollen wir alles dokumentieren? Man wird nicht alles mitkriegen und man wird auch nicht alles dokumentieren können. Es sinkt auch ein bisschen die Kontrollierbarkeit, aber die Gruppe sorgt auch für ganz viel autoregulativ, wie ich das immer nenne. Die reguliert sich nämlich ganz gut selber. Der Möglichkeitsraum der Interaktion, der Ideen, der Veränderungsimpulse und so weiter wächst aber auch mit jeder Person, die dazukommt, mit jedem Familiensystem letztlich exponentiell an sozusagen. Und damit steigt eben die Zahl von Wahlmöglichkeiten, von Freiheitsgraden für Sichtweisen, für Veränderungen, für Ideen, für Veränderungen etc. Die Exklusivität in der Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin sinkt. Ja, es geht ja von der Dyade, ich, Therapeut und Klientin, zur Vielzahl, ja, was auch irgendwie so Allparteilichkeit, die eine Familie ist bei mir in Therapie, die andere auch, aber Moment mal, ist doch unser Therapeut, also da geht es schon so ein bisschen um die Wurscht, was wir so Allparteilichkeit dann nennen, also mit allen auch da irgendwie gut anzuschließen und nicht sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, nicht nur in einem Familiensystem, sondern auch nicht zwischen irgendwelchen Familien. Die Verantwortungsverteilung wird eine andere, weil viel mehr Verantwortung in der Gruppe liegt als sozusagen beim Therapeutensystem, was auch ganz angenehm sein kann. Und man fokussiert sehr konsequent auf die Ressourcen der Systeme, auf das, was die schon mitbringen, was die schon haben. Und es ist eine große Anfrage an die eigene Haltung. Es ist nämlich immer die Frage, was traue ich denen denn wirklich zu? Also traue ich denen das wirklich zu? Glaube ich daran, dass die Ressourcen für die Veränderung grundsätzlich schon im System angelegt sind. Ein bisschen Literatur, nicht nur die zitierte, sondern wo man auch ein bisschen noch nachlesen kann, habe ich Ihnen dazu ebenfalls mitgebracht und aufgelistet. Habe es jetzt ungefähr in gut 20 Minuten geschafft, sodass wir noch ein paar Minuten für Fragen haben, für die ich nicht nur gerne zur Verfügung stehe, sondern über die ich mich auch freuen würde und bedanke mich aber an der Stelle schon mal für Ihr Interesse. Gegenseitige Rückmeldung, Unterstützung. Manchmal wird auch experimentiert, Kompetenzen erweitert, indem man sich mal, wenn es jetzt um Kinder, Jugendliche und Familien geht, mal die Kinder für eine Stunde in Anführungsstrichen verleiht. Ja, in vielen Tageskliniken ist es so, dass die Eltern nicht mit den eigenen Kindern die Hausaufgaben machen, wenn sie mitkommen in die Klinik, sondern mit einem anderen Kind und umgekehrt, um einfach neue Erfahrungen mal zu machen, neues Selbstwirksamkeitserleben vielleicht zu spüren. Erleben wird häufig intensiviert und es wird ganz häufig Hoffnung geweckt. Das ist übrigens auch der Grund für den Titel meines Vortrags. Ich nehme den immer so gerne für die anderen, die Hoffnung erfinden, weil es ein Zitat eines Vaters ist, was mich sehr beeindruckt hat. Als ich selber noch in der Klinik gearbeitet habe, gab es mal einen typischen Vater, der in einer Sitzung versuchte, 5 neue Familien davon zu überzeugen, dass das eine total tolle Sache ist, Multifamilientherapie miteinander zu machen. Und die 5 waren alle neu in der Tagesklinik, waren ziemlich frustriert und hatten schon viel Lösungsversuche hinter sich und haben sich in 90 Minuten nicht von diesem Vater überzeugen lassen, dass das irgendwas bringen könnte. Jetzt wissen wir, Hoffnung ist eigentlich unwichtiger Wirkfaktor, allgemeiner Wirkfaktor in der Psychotherapie. Und er hat wirklich alles gegeben. Und als wir dann zurückliefen, das war in einem anderen Raum zur Klinik, dann lief er neben mir und sagte, ach Herr Hermanns, man müsste für die anderen die Hoffnung erfinden. Und ich fand das so ein schönes Zitat, man müsste für die anderen die Hoffnung erfinden, weil er eigentlich einen ganz zentralen Wirkfaktor beschreibt, der auch in so halboffenen Gruppen der Multifamilienarbeit eine Rolle spielt. Man kann die Eltern, wenn es um Kinder geht, neue Verhaltenserziehungsmuster im Schonraum üben. Die Reflexion wird gestärkt und manchmal kommen auch Themen auf den Tisch, die ansonsten in der therapeutischen Dyade sogar schwieriger sind, wo man eher denken würde, naja, in einer Gruppe ist doch noch schwieriger. Aber indem eine andere Familie ein Thema anspricht, was vielleicht ansonsten ein bisschen
schambesetzt ist oder irgendwie nicht so gut genannt werden kann, dann erzeugt das manchmal auch ein Mehr an Offenheit durch diesen öffentlichen Austausch, der da stattfindet. Ja, vielleicht, wie kann man sich so eine Multifamilientherapie vorstellen? Es wird ganz viel mit Subsystemen gearbeitet. Am Anfang ist alle Konzentration auf den Therapeuten, auf den Gruppenleiter gerichtet. Also Familien 1 bis 4 hier in meinem Schaubild, damit es nicht zu unübersichtlich wird, gucken alle auf die TherapeutInnen. Übrigens sind das immer mehrere. Das macht man nicht alleine, sondern in einem kleinen Team, in Co-Arbeit. Und visieren den an und da wird dann eingeleitet und dieser Rahmen geschaffen. Und dann werden aber vor allen Dingen einzelne Familien angeregt, über ein bestimmtes Thema, über ihre Ziele, Aufträge, über das, was sie verbindet, miteinander in Interaktion zu kommen. Die anderen Familien werden ebenfalls angeregt, darüber in Interaktion zu kommen. Da gibt es viele schöne, kreative Techniken, Aufgaben, Methoden. Und dann werden sie gekoppelt, die miteinander, ja, weil dann ist schon was Vertrautes entstanden auf der einen Seite, was Vertrautes auf der anderen Seite. Man koppelt die miteinander, diese Subsysteme, und versucht eben, dieses Unterstützen bei dem Thema dann noch ein bisschen zu boosten, würde ich sagen. Und natürlich ergeben sich dann häufig nochmal Einzelsituationen, wo man irgendwie eine Situation auch herauspickt, die anderen Familien nutzt, das zu bearbeiten. Ach, kennen Sie das auch? Und ja, natürlich. Und wie sind Sie bisher damit umgegangen? Und was hätten wir für gemeinsame Lösungen? Und die Kinder mal da, die Eltern mal da oder die Väter hier, die Mütter dort. Also auch ganz viel dieses Spiel mit unterschiedlichen Subsystemen. Ganz kurz zur Forschung. Multifamilientherapie ist ein bedeutsames Setting der systemischen Gruppentherapie. Das große Gutachten, was letztlich zur sozialrechtlichen Anerkennung geführt hat von dem Kölner Institut ICWIC, gab es 3 Gruppentherapiestudien, die quasi auf Level 1 RCT-Niveau anerkannt wurden. Und von den 3 Gruppentherapiestudien waren 2 zur Multifamilientherapie. Im Erwachsenenbereich wohlgemerkt, im Kinder- und Jugendbereich gibt es da noch einiges mehr, aber im Moment ist ja die sozialrechtliche Anerkennung bezieht sich auf die Erwachsenen. Ich habe mal eine nur als Beispiel rausgegriffen, Lemmens und Kollegen verglichen Multifamilientherapie, gewöhnliche systemische Therapie mit einem Mehrpersonensystem und eine Kontrollgruppe im Treatment as usual, ist da nicht näher beschrieben, bei depressiven Störungen. Und nach 15 Monaten konnten sie eine Besserung von 49% immer noch bei der Multifamilientherapiegruppe zeigen oder finden, bei 24% der Familientherapiegruppe und 9% der Kontrollgruppe. Und insbesondere gab es auch einen signifikanten Effekt, dass antidepressive Medikation reduziert werden konnte oder signifikant häufiger reduziert werden konnte in der Gruppe, die mit Multifamilientherapie behandelt worden war. Es gibt eine zweite Studie, da geht es um Bipolar 1-Störungen in Kombination mit Angst. Da ist es aber ein bisschen komplexer, welche Gruppen mit welchen familiären Belastungen besonders profitiert haben oder wo man eben einen Effekt zeigen kann mit Multifamilientherapie. Deswegen habe ich in Anbetracht der Zeit mal diese hier herausgegriffen. Ja, Fazit, wenn man so guckt, Arbeit mit einem Einzelnen, mit einem einzelnen Familiensystem, mit einer Gruppe, Gruppenpsychotherapie und Multifamilientherapie, die Komplexität steigt total an. Ja, wenn Sie mit 30, 40 Leuten arbeiten, Sie können nicht den Anspruch haben, das war im Klinikteam das erste, so wie sollen wir alles mitkriegen, wie sollen wir alles dokumentieren? Man wird nicht alles mitkriegen und man wird auch nicht alles dokumentieren können. Es sinkt auch ein bisschen die Kontrollierbarkeit, aber die Gruppe sorgt auch für ganz viel autoregulativ, wie ich das immer nenne. Die reguliert sich nämlich ganz gut selber. Der Möglichkeitsraum der Interaktion, der Ideen, der Veränderungsimpulse und so weiter wächst aber auch mit jeder Person, die dazukommt, mit jedem Familiensystem letztlich exponentiell an sozusagen. Und damit steigt eben die Zahl von Wahlmöglichkeiten, von Freiheitsgraden für Sichtweisen, für Veränderungen, für Ideen, für Veränderungen etc. Die Exklusivität in der Beziehung zum Therapeuten oder zur Therapeutin sinkt. Ja, es geht ja von der Dyade. Ich, Therapeut und Klientin zur Vielzahl, ja, was auch irgendwie so Allparteilichkeit, die eine Familie ist bei mir in Therapie, die andere auch, aber Moment mal, ist doch unser Therapeut, also da geht es schon so ein bisschen um die Wurscht, was wir so Allparteilichkeit dann nennen, also mit allen auch da irgendwie gut anzuschließen und nicht sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen, nicht nur in einem Familiensystem, sondern auch nicht zwischen irgendwelchen Familien. Die Verantwortungsverteilung wird eine andere, weil viel mehr Verantwortung in der Gruppe liegt als sozusagen beim Therapeutensystem, was auch ganz angenehm sein kann. Und man fokussiert sehr konsequent auf die Ressourcen der Systeme, auf das, was die schon mitbringen, was die schon haben. Und es ist eine große Anfrage an die eigene Haltung. Es ist nämlich immer die Frage,
was traue ich denen denn wirklich zu? Also traue ich denen das wirklich zu? Glaube ich daran, dass die Ressourcen für die Veränderung grundsätzlich schon im System angelegt sind? Ein bisschen Literatur, nicht nur die zitierte, sondern wo man auch ein bisschen noch nachlesen kann, habe ich Ihnen dazu ebenfalls mitgebracht und aufgelistet. Habe es jetzt ungefähr in gut 20 Minuten geschafft, sodass wir noch ein paar Minuten für Fragen haben, für die ich nicht nur gerne zur Verfügung stehe, sondern über die ich mich auch freuen würde, und bedanke mich aber an der Stelle schon mal für Ihr Interesse.